Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Leg nach einem denkwürdigen Montag. Mehr will ich an dieser Stelle mal nicht verraten. Der Genießer schweigt, möchte uns nun an diesem wundervollen Dienstagmorgen Frank sprechen. Ich bin gespannt, was er möchte. Sure, Frank. What's up? That Walter Morgan guy, what did he want from you? Tja, Konfrontation. He was asking all sorts of questions. Also about you, Frank. God damn it! Can you believe that jerk? Are you in trouble, Frank? Trouble? Ah, they're the ones who are in trouble. I gotta get back to it, Meredith. Have a great day. Oh, before I forget, that Robert Harris guy was here this morning, looking for you. He asked if you could drop by. He's working somewhere in the forest today. Okay, bei Frank soll ich vorbeischauen. Und wir haben heute, wird beinahe gesagt, einen Arsch voll auszuliefern. Okay, er arbeitet irgendwo im Wald. Okay. Ein Paket Moe's Diner. Boah, einen ganzen Haufen hier in der Wohngegend. Na gut. Legen wir mal los. Das könnte ein langer, harter Good Arbeitstag morning, werden. P.O. P.O. Positive or Pet Peeves? Will it be a P or a double P? Walter Morgan has the answer. Every now and then I spend some time in Providence Oaks, and I'm always happy to see this beautiful and orderly village and its well-mannered inhabitants. Did someone just call me well-mannered? Oh, I'll take it. Let's see if the weather will behave today. A bit of sun to start the day, but mostly overcast heading into the evening. Back to the music. Okay, später ihr Abend, hier bedeckt er der Himmel. Jetzt würde ich ja jetzt einfach zur Videothek fahren. Das steht wohl heute nicht auf dem Plan. Ob ich das wohl auch einfach so machen kann? Erstmal die Post, dann die anderen Gedanken. Obwohl, ich muss hier oben ja sogar einen Brief abliefern. Das passt doch prima. Hinten durch. Schauen wir mal an hier, oder? Heron Circle. So, haben wir denn was für Heron Circle? 209 Heron Circle. Irgendjemand kriegt scheinbar eine Kettensäge geliefert. 209. Was haben wir hier für eine Hausnummer? 207, 205, 209. Vielleicht ist ja auch mal jemand zu Hause für ein kleines Pläuschen. Nope, no answer. Keiner da. Gut, scheinbar konzentriert sich die Story jetzt weniger auf das Ausliefern und das Kennenlernen neuer Leute. Vielleicht kann ich die Kleine ja mit auf die Party nehmen. Das war ein schöner Zufall, dass ich da auch gleich was ausliefern muss.
Na, mal gucken, wie sie jetzt reagiert. So, 351 Main Street. Oh, hey you. Hi. So I'm guessing you want to rent a movie, huh? We've got a great selection. Ich bin nicht deswegen hier. Oh, really? Got anything romantic? Sure do. Or, wait, you do mean movies, right? So, what's on your mind, babe? Sollten einfach Freundin bleiben? Fang an, dich zu mögen. Okay. I think I'm starting to like you. A lot. And I'd like to ask you to be a little less awesome. It's distracting me. No can do, Miss Weiss. Being awesome is my thing. Would you ask Rocky to stop boxing? Touché. So anyway, what's on your mind? Kleiner Moment der stillen Kontemplation, ein wenig verwirrt. Na komm, sind mal ein bisschen frech. Seems I caught you in a rare moment of quiet contemplation. Yeah, I just... You ever get the feeling you're not where you need to be? Ja, kenn ich. Yeah, I know that feeling. I know it all too well. It's just that this whole Flick Shack adventure, I think it was the right idea at the wrong time. Wow, is business that bad? Ah, and here I was hoping our movie box project would turn things around. It almost did. Don't think that it didn't help. That's what I mean with the wrong time. I'm sure video will be huge. But it isn't. Not yet. Not here, anyway. So you're leaving? Yeah. Yes, I am. Wow. I didn't realize until just now that I'd already made my mind up. But I guess I have. I'm leaving. Gosh, it feels so liberating to say. Komm, gern geschehen. You're welcome. How about you? Have you made your mind up yet? About your future, I mean? Ich glaube schon. Tja, weiß ich denn, wo ich mich hin entschieden habe? Ich weiß es noch nicht. Me? No, not yet. Well, take your time. I want to give it my full attention when you do decide. And right now, I really have to start organizing the grand closing of the Flick Shack. We hardly knew ye. I hear ya. I'll swing by later. Warum warnt ihr euch denn nur noch? Da hätte ich ja sagen sollen, ich habe mich entschieden, weil sie damit gemeint war. Tja, ich komme auch nicht mehr rein. Dann müssen wir das noch festhalten hier. Das letzte Foto. Also, back to present. So, ich habe jetzt eine neue Mission bekommen, das Ding abzuliefern. Ein bisschen wehmütig. Mit einem doch da ums Herz. Singt es da von Goodbye. Am liebsten wäre mir eine Kombination aus hier bleiben und trotzdem an meiner App weiterarbeiten. Vielleicht hier was richtig was loszumachen in diesem beschaulichen Ort. Das wäre doch vielleicht eine Option. Bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird. Welche Optionen ich am Ende habe. Hoffentlich ist es nicht nur hierbleiben und fortgehen. Oder hierbleiben oder fortgehen.
Obwohl, hier bleiben und fortgehen wäre auch gut, ne? Da müsste ich mich gar nicht entscheiden. So, East 4th Street. Ich könnte ein bisschen Ablenkung gebrauchen. Wäre schön, wenn jetzt jemand zu Hause wäre. Answer. Hope nobody comes and steals this. Tja. Das hoffe ich auch, dass es niemand klaut. So, fast durch. Durch die Tore und dann weiter geradeaus. Wir hoffen, dass mich keiner anhält auf der Kreuzung. Augen zu und durch. Jackson Street. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow. And the late summer sky. So, 301. Jackson Street. What on earth did these folks order? Was zum Geier haben sie bestellt? Warum ist es so schwer? Ich bekomme es ja jetzt mit. Kommt wäre schön möglich, wenn man mal aufmacht. Motiviert mich ein bisschen. Seid zu Hause. Nope. No answer. Ich habe so den Eindruck, sie sagt das immer verzweifelter. Keiner zu Hause. Last Days of September. Ja, ja. Ich kann mal was Fröhlicheres spielen hier im Radio. Eine richtige Postmucke. Kennt ihr Lieder, die ihr als Postmucke bezeichnen würdet? Lasst mich gerne mal wissen, wenn ihr da eine Idee habt. Hat noch zu. Da war nichts mit später wieder vorbeikommen. So, runter, rechts, links. Würdet ihr denn in der Situation wert? Und heutzutage ließe sich das ja verbinden. Das Geschäft machen, die Millionen nehmen und die Liebe, aber wenn ihr euch entscheiden müsstet, Geld oder Liebe? Ja, am besten beides. Aber wenn man nicht die Wahl hat. Interesting. Warum? Was ist da interessant? Sprich dich aus, Mädchen. Oh, da ist auch ein Paket ganz weit weg. An den Hütten. Ravenway. Na gut, ich würde sagen,
Da fahren wir hier die große Runde raus und dann links. Das war es doch, wie ich fahren wollte. State im Wald von mir will. Da bin ich auch gespannt. So, endlich mal wieder ein Steiner. Was da los ist. What on earth did these folks order? Bestimmt die Pakete mal aufmachen, würden wir nicht zugucken. Wer steht da? Meine Freundin? Nicht weglaufen. Hi Kay, package for you. Kannst du dir gleich hier geben? Ich lasse das einfach hier, was? I thought I might as well give it to you now, instead of, you know, waiting till you're home. Oh, thanks! That's super amazing! Thank you! Das ist doch nichts Illegales, komm. It's nothing illegal, right? Oh my god. I'm so excited about this. Yee! I see. This is a guessing game. All right. Is it a... Neue Rakete, Kiste voll Kaninchen. Kopien des ET-Spiels. Oh, eins der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Zumindest wenn man das Atari VCS 2600 Modul kennt. Ich glaube, das haben sie irgendwo in der Wüste vergraben oder so. Und heutzutage ist ein funktionierendes Modul einen Haufen Kohle wert. Ach komm, neue Rakete. A new rocket? No, but that would totally make Grace's day though. I should be able to craft something like that out of the cardboard packaging. Good idea. Okay. Du musst es mir nicht sagen. Ich meine, wenn es illegal ist. You don't have to tell me. I mean, if it's illegal. Okay, you ready? It's actually a Yamaha DX7 synthesizer! Cool. Oh man, I am super stoked this arrived so soon! I got this amazing deal on it through the classifieds. This old guy was selling it. Apparently he had never really used it. I mean, what? How? Can you imagine owning something like this and not using it every moment you get? I mean, this synth is used everywhere these days, so I was like, yes, this is mine! Sorry, I can get carried away about this kind of stuff. Ich weiß, du fängst schon wieder an, so schnell zu quasseln. Ah, nee. Ach, wirklich? No kidding. To be honest, you lost me around the time you opened the box. But if it works like a computer, sign me up. Computers, eh? Oh, wait, are you a programmer? Because if you are, you should totally check out the Insonic Mirage. Insonic Mirage? If you like sampling machines, you should totally try out programming. Oh, man. I would love to. So much to do, so little time. Listen, Em, I totally owe you for lugging this around for me. Now, what'll you have? It's on the house. Ich nehm was aufs Haus. Ich krieg ja schon lange den Blaubeerkuchen und den Kaffee, oder? Was immer wieder nicht geklappt hat. Mit Samples habe ich früher auch viel gearbeitet. Noch zu Amiga-Zeiten. Selber aufgenommen, bearbeitet, Musikstücke draus gemacht mit Noise Tracker und Co. Ach, das war auch schön. So viele Erinnerungen. Das hat das Spiel bestimmt gar nicht beabsichtigt. So, ich will diesen verdammten Blaubeerkuchen jetzt. Her damit. Pie. I mean, I'd love some blueberry pie if you have it. Oh, I just sold the last slice. Oh. We're clean out. Anything else? Entschuldige ich dir was? Nein, danke, brauche ich nicht. Nah, I'm good. I owe you. It is. Apparently, I have some baking to get started on now. But good to see you. And thanks again. No problem. Have fun with your synthesizer. Yes, thanks! Okay, viel Spaß mit dem Synthesizer. Ich fahr dann mal weiter. Kein Kaffee, kein Blaubeerkuchen. Gibt es noch was wird in dem Spiel? Oder in diesen zwei Wochen? Wir werden sehen.
Ich fahre hier mal weiter bis zu den Hütten. Gibt mal scheinbar noch mal was Neues zu sehen. Ach, hätte ich daran gedacht, dann hätte ich vielleicht doch... Doch, ich hätte doch das letzte Foto nostalgisch in die Bibliothek geschossen und hätte das nicht aufgehoben. Viele andere entspannende Spiele, die ihr euch anschauen könnt. Aber nicht nur. Aber vor allen Dingen auch eine ganze Playlist kann ich nostalgisch spielen. Falls euch dieses Spiel hier nicht schon genug nostalgische Gefühle gemacht haben sollte. Ganz ans Ende und dann nichts. So ungefähr. Nur nicht den Wagen kaputt machen. In der hinterletzten Ecke eine Kettensäge ausliefern. Fällt mir jetzt nicht so hundertprozentig. Aber wir machen das natürlich. Post, Frau Ehre. Kennt ihr eigentlich Postman, den Film? So was ähnliches wie eine frühe Version von Death Stranding. Fällt hier wirklich auseinander beim Klopfen. No answer. Ach komm, jetzt bin ich hier rausgefahren und es ist keiner da. Ernst? Ja, im Ernst. Gut. Hope nobody comes and steals this. Hier kommt bestimmt keiner raus. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Hauptsache ich komme hier wieder raus. Jetzt muss ich nicht rückwärts rausfahren. Immerhin. Mal gucken, fahren wir hier. So, dann links. Stolz auf mich, dass ich mich hier spontan wieder rausfinde. Tja, dann bleibt jetzt wohl nur noch die Fahrt in den Wald. Und zurück zur Bibliothek. So, nein, so weit ist es ja nicht. Nächste Straße links, sondern wieder rechts. Also,
Hier waren wir doch schon ein paar Mal. Immer schon so lange her. Diese schnucklige Brücke erinnert mich immer wieder daran. Na, wo bist du? Da oben. Hey, Meredith. I'm up here. Hey, Robert. Das ist aber wirklich hoch. Es ist kalt da oben, so eine blöde Frage. Wow, that's really high. What? I can't hear you. Soll ich raufkommen? Should I come up as well? Sorry, I can't hear you. Maybe I should come down first. Okay. Das war jetzt eine der Varianten, wo egal war, was ich ausgewählt hätte. Aber ich werde auch aufgeklettert. Can you hear me now? Hi, Meredith. Laut und deutlich. Loud and clear. Over. Thanks for coming out here. This arborist job came up suddenly. Das muss ich irgendwann auch mal probieren, nee. Yikes. I'm glad there's people like you for that. It's great up there. I used to climb a lot. Still do, actually. But now I get paid for it, too. Anyways, I figured it would also be good for you to see where the apartments are planned. Ach, die Geschichte haben wir ja auch noch offen. Ach, hier ist das? Ah, eine Schande. Oh, here? Really? Ah, what a shame. Fear not. I have masterminded a wildcard plan. Okay, erzähl mal. Tell me all about it. I've scheduled a recording session at a professional sound studio. Um die Bombe von Weird World aufzunehmen? Get out of here! Are we gonna do a tree version of We Are the World? Yes! I can do Bruce! We are the world! We are the children! Okay, klingt toll. Das kannst du ja zusammen mit meiner Freundin und dem Keyboard machen und dann seid ihr ein Paar. Und ich und die Videothekarin, oder? That sounds great. I'll be... Diana Ross, Cindy Lauper. Bette Midler. And just sing along. Oh, yes. But no. Sorry. It'll be a radio message to get the people of Providence Oaks involved. Ah, okay. Ach, du bist wirklich ein Spielverderber. Ja. Ah, you're such a party pooper. Yep, I also work undercover for the fun police. It'll be this afternoon, by the way, at Jack Reynolds' barn. Are you in? I could use an extra set of ears. A professional sound studio, huh? Ja, ich hab ja heute noch nichts anderes vor. Komm, machen wir. Ich bin dabei. Okay, I'm in. Great, meet me there after work. I gotta get back up in this tree now. See you later. Okay, viel Glück da oben. Bye. Good luck up there. Thanks. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. Das Zeug zum Postamt. Schicht zu Ende. Isn't it nice here? I just love trees so much. Eh? This? Was war das denn? Das war aber keine Absicht, oder? Das zeigt plötzlich doch da oben. Das war mit Sicherheit keine Absicht, also. Aber wie hätte ich damit, welche Option hätte ich denn auf den Baum aufkommen können? Sehr seltsam. Tja, dann wird das wohl heute eine extra lange Folge.
Weil ich da auch immer denke, ne? Machst du besser kurze, machst du lange Folgen? Ich ja mal, wenn ihr Bock habt, wissen lassen, was ihr darüber denkt. Entweder in den Kommentaren oder schaut auch gerne mal auf Discord vorbei. discord.lesendachs.de, Heimat vieler netter Menschen. Kann man auch mal ganz direkt über solche Sachen schreiben oder drüber sprechen, je nachdem, wie sich's dann gerade so ergibt. Boah, ein LKW. Haben wir hier schon mal irgendwann einen LKW gesehen? Fahren gibt. So, wir sind mal was mit dem einpacken. Feierabend! Okay, folks, it's showtime. Robert, are you ready? Yes, but before we start, I'm not a pro, so please bear with me. You'll do great. Okay, Robert, take it away. Fellow Providence Oakians, I'm Robert Harris, and I oppose the plans for new apartments on Lakeview Drive. If you feel the same, let Town Hall know about it. And give them a call. Let's keep Providence Oaks pretty. Perfect. That's a wrap, folks. Back to work. Hold on. Hold on, Jack. Meredith, what do you think? Ooh. The text is fine, but I miss a revolutionary vibe. It needs more passion. Okay. You might be right. Jack, one more recording, please. Sure, Robert. Here we go in 1, 2, 3, action! Fellow Providence Oakians, I'm Robert Harris, and I oppose the plans for new apartments on Lakeview Drive. If you feel the same, let Town Hall know about it and give them a call. Let's keep Providence Oaks pretty. Better? Yeah. Yeah, that should do it. Okay, that's a wrap. Back to tater harvesting. Meredith, I'm gonna return the favor and help Jack out today. If you lovebirds wanted to spend more time together, she can come along too. Plenty of work to do. Jack, what the? Ich sollte mich lieber vom Acker machen. Nichts gegen körperliche Arbeit an der frischen Luft. Klar, aber das Gekur überlasse ich euch. Komm, machen wir auch noch alles mit hier. Nothing wrong with a bit of hard work outdoors. Let's go. Rock on. Let's do this. Okay, folks. Hop on my tractor. It's time for the real show. Na, muss ich noch irgendwas selber machen? Vice Residence, Tuesday Afternoon. Und wir müssen mal, wir telefonieren mal wieder eine Runde. Meredith, it's me. Oh, hi Steve. I'm sorry. Didn't get the chance to look at the contracts yet. Oh, you didn't? Ich gucke mir heute Abend an. Ich habe ja nichts anderes vor. I'll look at them tonight. Awesome. Thank you so much. Oh, short call. Got a rush. Corporate lawyer appointment. Crossing the T's and dotting the I's. You speak soon. Fernsehen, Buch lesen, ja, Verträge durchgucken. Ich hab's ja versprochen. Party oder ähnliches hätte ich jetzt aber nicht dafür abgesagt. All right. Here we go again. Here we go again. Mittwoch, 10. September morgens. Der Tag der Party. Ich freue mich. Good morning, Miss Weiss. Boah, werde ich jetzt schon wieder befragt? Mal gucken, in welche Richtung das gehen wird. Und in welche Richtung das gehen wird. Und wie die Party wird vor allen Dingen.
Das schauen wir uns gemeinsam in der nächsten Folge an. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Einstweilen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.